Mahlzeit, Freunde, willkommen zurück zur nächsten Folge Red Dead Redemption. So, wir sind hier in der letzten Folge stehen geblieben, beziehungsweise haben wir in der letzten Folge unseren Araber gekriegt. Hier, da ist er, da hinten. Oh, er wird gerade ein bisschen verdeckt. Kann mir mal bitte jemand in diese Kommentare schreiben, wie ich diese komischen Felldecken hier wegkriege? Ich weiß, ich bin nicht unbedingt in der besten Lage, wenn ich hier vorproduziere und Leute frage, wie das geht. Am besten gucke ich einfach selber nach. Okay, so, in der letzten Folge haben wir auch noch eine kleine Errungenschaft bekommen. Wir können mit zwei Handfeuerwaffen jetzt gleichzeitig schießen. Das heißt, wir können uns mal irgendwie noch einen anderen Revolver holen. Was ich nebenbei anmerken kann, ist auf jeden Fall, dass in der letzten Folge meine Stimme ein bisschen zu laut war und ich das jetzt am besten einfach mal wieder hochpegel. So nämlich. ja, was ich sagen wollte ist, ich habe gemerkt, dass ich in der... Also vor ein paar Folgen habe ich meinen Revolver vergoldet. Ne? Ich habe dafür Geld ausgegeben, weiß ich nicht wie viel, $50 glaube ich oder ein bisschen weniger. Und wenn man hier jetzt mal genau hinguckt, man sieht nicht, dass der golden ist. Oh, das ist überhaupt mal die Flinte. Okay, in der Position gerade kann man es nicht sehen, aber trotzdem. Ja, hier unten sieht man es jetzt gerade beim Gehen. Der ist halt nicht gold. Der Griff ist Perlmutt und alles, aber der Rest ist nicht gold. Ich werde mich jetzt erstmal kurz ausruhen und in der Zeit kann ich euch kurz mal verklickern, was hier in dieser heutigen Folge Phase ist. Also, ich habe jetzt in den letzten paar Folgen sehr viele von den gelben Missionen gemacht und ich würde ganz gerne mal ein bisschen was anderes machen, beziehungsweise den Story Progress ein bisschen verlangsamen in dieser Folge und mal ein bisschen was anderes machen. Wir müssen auf jeden Fall noch jagen gehen, wir brauchen definitiv viele Fälle. Ja, das deckt sich natürlich überhaupt nicht mit dem, was ich eben gesagt habe. Weil ich müsste ja auch mal langsam rausfinden, wie die Scheiße funktioniert, nicht wahr? Was ist denn hier vorne noch? John oder was? Oder was ist... Travier. Einen Hof überfallen. Ja, können wir machen. Was haben wir denn hier nochmal für Aufgabe? Ach, guck mal hier. Genau, das können wir in dieser Folge machen. Das ist doch schön. Da hinten ist ein kleines Ausrufezeichen für einen kleinen, kleinen Mann. Oh, und wir können nochmal gerade gucken. Also, das ist Jack. Der braucht irgendwie ein Buch oder so. Müssen wir ihn wieder beschaffen. Guck mal hier. Was ich euch als Tipp sagen kann, ist, ich habe ja mein ganzes privates, ich sag mal, Geld dafür genommen, um diese Kacke hier aufzumotzen, ne? Und immer, wenn wir irgendwas überfallen oder so, kriegen wir hier anteilig irgendwelche Gelder. Zum Beispiel hier 182 Euro. Dollar, sorry. Das kann ich jetzt zwar nehmen, um die Scheiße hier aufzufüllen, aber es ist ja eigentlich alles aufgefüllt. Ne? Wenn hier irgendwie noch was zukommen würde, das wäre natürlich gut. Da könnte man das dann nehmen. Aber das weiß ich nicht, deswegen spare ich das Ganze erstmal und nehme es wirklich nur zum Auffüllen. So, wie gesagt, hier ist dieser kleine Junge. Wir haben von ihm, beziehungsweise mit ihm, angeln gelernt. Und jetzt werden wir uns in dieser Folge darum kümmern, dass der kleine Boy sein Buch wieder kriegt. Pennen die hier alle, oder was? Hey, Jack. What is it, Uncle Arthur? Gegenstand geben? Hey, I hadn't forgotten about that storybook you lost. Thank you so much, Uncle Arthur. Do you want to have this? I found it near camp. Lol, ich hatte das schon. Thanks, Jack. Ja, cool. Was habe ich denn gekriegt? Schokolade. Okay. Ja, dann ist meine Idee für die heutige Folge natürlich hinfällig. Ja, wollen wir dann trotzdem den Hof überfallen? Wir können ja mal gerade gucken, was wir hier alles noch so haben. Das sollte ich mir auf jeden Fall aufheben. In der nächsten Folge werde ich mal... Oder werde ich definitiv rausgefunden haben, wie das mit diesen Fellen und den Pferden funktioniert. Ich muss gleich eh noch ein paar Konzertkarten bestellen. Das heißt, es wird heute erstmal die letzte Aufnahme sein. Und auch die letzte Folge, die ich aufnehme. Das bedeutet für mich, ich möchte irgendwas Gutes machen, um ein bisschen mehr Geld zu verdienen. Weil wir brauchen natürlich auch noch ein Gewehr. Und ich glaube, das beste Gewehr, was ich mir kaufen kann, war bei 120. In Valentine. Und dann wäre meine Kohle quasi alle. Deswegen können wir jetzt mit Javier einen Hof überfallen. I heard about a house. Could be interesting. What kind of a house? I don't know. A couple fellas I heard in town, they said it was really freakish. Family local boogeymen, I guess. But they're crooked in every way. So?
Well, so these boys thought they were sitting on a lot of cash. They're highway robbers, kidnappers, apparently. They're well hidden in the woods. That sounds pretty dubious. Of course. Yeah, it's dubious, but there ain't much risk of getting caught. Okay, then. Let's go take a look. Exactly. Mm. Just take a look. Also ist natürlich jetzt nicht das, was man unter einer sicheren Mission versteht, Nero. It's up north, on the other side of the river from Valentine. This way there is the Cumberland Falls, though. Okay. Sure, more or less. Okay, dann gehen wir mal hin. Es geht, ist das auch mein Pferd? Ist das Tennessee? Nee, es ist sein Pferd. Alles klar. Oh, ich weiß nicht. Sollen wir den Araber nehmen? Ja, komm. Wir nehmen unseren Araber. Kannst du bitte... Ach, dieses Movement, Leute. Jede Folge. Was ist denn mit hier los? Können wir die Reise eventuell überspringen? Gott sei Dank. Ah, really, ey. Na gut. Dann kriegen wir hier anscheinend ein paar... Szenen um die Ohren geballert. Ist auch nicht schlecht. Oh, ich habe mich mal wieder zu weit aus dem Fenster gelegt. Hallo? Würdest du bitte links? Dankeschön. Hey, Pferdchen. Okay, sind wir schon da? Let's stop and go on foot from here. Okay, just up cool. The hill this way. Follow me. Alles klar. Ich habe natürlich ganz schön viele Gewehre hier am Start auf dem Rücken auf einmal. Welche nehmen wir denn gleich? Ich glaube, wir nehmen gleich mal die doppelläufige. Alles klar. Sure. Apparently, this family's been isolated for so long, they started talking in their own weird dialect. They really don't like outsiders, especially on their turf. Oh, mir ist kalt. You just keep selling me on this job, don't you? Warum ist mir denn kalt? Dann denke ich mal, brauche ich das Fernglas? Well, there's a pretty big barn in the back. It's not a bad place to start looking. There must be a lot of people living here. A large house. This desk could be in any one of them buildings, and who knows how many people are in there. I ain't sure about this. Stimmt natürlich. I think we need to draw them out somehow, and I got an idea. Follow me. Okay, krass, wir überfallen jetzt echt irgendwie so eine Familie, die einfach nur ihre Ruhe haben will. Irgendwie unlogisch. Warum sollte diese Familie so viel Geld haben, wenn die hier so isoliert ist? Was soll die mit so viel Geld anfangen? Also klar, brauchen die auch Sachen und so, ne? Was weiß ich, Benzin oder so? Oder Kerosin in diesem Fall. Ja gut, aber Oh Mann, rauslocken oder was? Ich bin dafür, wir erschießen alle. Ist natürlich einfach niedermachen. Ist natürlich echt fair von mir eigentlich, ne? Gut, wenn wir sie ausrauben. Mir ist immer noch kalt. Okay, komm. Bleib dich bei Javier. Stay low, Arthur. Just stay quiet. Okay, da sind zwei. What are you doing? Get down. Where you been now, Newt? Don't be boiling now, Pappy. I was gone but 10 minutes I was. You can hollygag all the now day long, cause Edie takes patrol now, don't you? What? No, Edie get all the jam. You shut your gupper, or I'll flag her your felt, I will. Your niece will pull it up, boy. Up. Go guard the shed. Wach den Schuppen, okay. You understand what they're saying? Ja, ich habe Untertitel. Vier Leute waren das. What we doing, Javier? Okay, you take cover by the rock over there. I'll create a little distraction, and then you jump them, okay? What kind of distraction? You'll see. Okay, hinter dem Felsen verstecken. Be quiet. Ja, ja, ist ja gut.
hinter diesem Felsen. Okay, da kommt einer, da kommt einer. Er hat mich nicht gesehen. Er geht ins Haus. Was? Da soll ich jetzt hin, oder was? Nee. Ich bin hier richtig. Und jetzt? Achso, er macht da hinten schon irgendwas. Er hat Feuer gelegt. Okay, da stehen nur Pferde. Okay, okay. Alle gehen raus. Der eine ist noch hier hinten. Den messern wir. Den müssen wir messern, dann haben wir unseren dritten Dude auch. Es geht. Er rennt einfach weg. Okay, dann nehme ich mal die Flinte in die Hand. Verbandskasten plündern. Soll ich meinem Typen helfen? Er hat ja gesagt, wir sollen ihn hier durchsuchen. Nehmen, was war das? Premium-Zigaretten, kann ich nichts mehr tragen. Durchsuchen den Schrank. Ja, nur ein paar Cracker und so ein Shit. Premium-Zigaretten. Irgendwie eine Karte oder so, eine Truhe. Kentucky Bourbon. Also der Typ da draußen scheint die echt fertig zu machen, oder was? Und ich sag noch, ey. Wir müssen die alle fertig machen, Schublade durchsuchen. Nochmal Schublade durchsuchen. Waffenöl. Da fällt mir rein, ich könnte meine Waffe auch mal wieder reinigen. Was ist denn hiermit? Kann ich den Kamin löschen oder so? Boah, die Mucke ist crazy laut, Alter. Nachttisch suchen. Oh, warte mal. Ich krieg da unten langsam Punkte angezeigt. Ah, guck mal, hier sind Kisten. Truhe durchsuchen, okay. So nur rum. Ein Tennisschläger oder was. Das war alles. Was geht? Werfen die hier mit Mollys oder so? ja, jetzt bin ich hier ja durch. Jetzt müsste ich ja theoretisch eine andere Waffe... Obwohl, die Waffe geht eigentlich. Ich glaube, ich muss wirklich die Scheune durchsuchen. Das heißt, ich beteilige mich mal ein bisschen rege an dieser schönen Schießerei hier. Hier schön raus, ne? Er macht da vorne alles. Da vorne in der Scheune sind Dudes drin, oder was? Okay, komm, dann helfe ich ihm jetzt erst und dann machen wir das gemeinsam. Dann hört auch, glaube ich, diese Mucke auf. Wo ist denn der Dude? Wo steht er? Da. Oh, das war fast wie... Nein, ich habe ihm voll in den Rücken geschossen, glaube ich, Mann. Javier, please. Oh, wie dösig. Dankeschön. Das war aber echt laut, ne? Das war aber echt laut. Ich hole trotz... Ah, jetzt guck, jetzt fängt er an zu schießen. Hast du gehört? Okay, andere Waffe, please. Korrekte Schießerei jetzt abgehen hier. Wo ist er? Da. So, der erste ist down.
Pam! So, von da oben kann ich sie auch sehen. Paff! Weg da mit dir, Alter. Boah, hab ich beide umgenutzt? Alles klar, schnell in der Scheune. Such in der Scheune nach dem Versteck, wahrscheinlich auch oben. Komm, schnell, schnell, schnell. Go up there. Repetiergewehrmunition, da ist eine Kiste. Kann ich die alte eventuell plündern? Aufheben, plündern, ja. Durchsuchen. Hier drunter muss es sein. Geldhaufen. Jawoll. 50. Noch ein Geldhaufen. Nochmal 50 und ein Schmuckbeutel. Alles klar. Sie hier noch schnell plündern. Hallo? Plündern. Pferde sind sehr aufgebracht. Was ist denn? Welches Money? Schieben? Noch mehr? Oh, das war gerade nur extra, oder was? Geil. Alter, das ist ja wirklich... Oi, oi. Nicht schlecht. Was ist das? 10 Dollar Noten. I told you it was worth the trouble, didn't I? Yeah, you take this. Let's split up. I'll meet you back at camp. Alles klar. Ja, und jetzt? Okay. Oh, ich habe gerade kurz noch damit gerechnet, dass uns irgendwer noch in die Quere kommt. Jetzt können wir natürlich noch so gut sein und die Dudes hier schnell mal fix looten. Beziehungsweise wir können uns hier nochmal in dem Dorf umgucken, glaube ich, ne? Allzu lange, glaube ich, wäre aber nicht gut. Weil sonst kommt hier wieder gesucht und tot und lebendig und nehmen und aufheben. Was ist denn hier alles jetzt? Wo ist denn mein Horus? Ganz, ganz weit weg. Dude. What about it? Nicht zielen. Opfer. Hallo. Dann nicht. Dann reise ich halt alleine zurück. Er bleibt echt hier stehen. Okay, dann links. Einfach mal. Und ich würde sagen, wir machen hier an dieser Stelle mal wieder den altbewährten Reisecut. Und sehen uns wieder, wenn wir im Camp sind. Bis gleich. So, Freunde, wir sind jetzt gerade hier in Valentine angekommen. Und ich würde sagen, wo wir gerade hier sind, statten wir unserem Kollegen, dem Büchsenmacher, nochmal einen kleinen Besuch ab. Oh, langsamer, 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 langsamer. Bitte was? Hat er gerade zu mir gesagt? 145. Repetiergewehr? Nein. Einfach ein normales Varmintgewehr? Okay. Geil. Nehmen wir die. Sieht auch ganz geil aus, wenn ich ehrlich bin. Okay. Nehmen wir die andere auch noch mit? Klar. Da machen wir jetzt aber nichts, außer dass wir Munition kaufen. Open Doken. Dann wollen wir mal gucken. Wollen wir hier den Pferd anbinden? Dann gehen wir da hinten nochmal hin zu Javier. Mahlzeit. Bind die Scheiße hier an. Anbinden. Man muss wirklich so übelst weit weg davon wegstehen. Anscheinend habe ich da wirklich noch keine Dimension für oder so. Auch nach fast 30 Folgen nicht. Oh, im Camp darf man nicht laufen. Moment mal gerade. Javier? What are you doing with them knives, my friend? Poisoning the tips. Why? Makes for a quicker kill. You could take down a bear with one of these. You hit it in the right spot? Interesting. Give me some oleander. I'll show you how to make some. Pretty easy. Okay, cool. Thanks, Javier. Claro. Anfrage, Protokollatus. Nice. Cool. Also wieder eine Mission, die wir in der nächsten Folge machen können.
Ja, bitte, was hier? Keine Ahnung. Alles klar, Freunde, ich würde sagen, das war's dann erstmal hier von dieser Folge. Vielen Dank fürs Einschalten. Fährt gerne den Part, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns am morgigen Tage wieder. Bis dann. Tschüssikowski. You see that Mary Gillis? Sure. I saw her. Get over her, Arthur. Oh, it's all a long time ago. Oh. I hope so. Bis denn.